machen. Und dann heißt es Unpacking, Klappe die erste und Action. Yeah, Action. So, folgendes. Wir haben uns überlegt, wir könnten jetzt, da wir hier gerade so eine schöne Hütte haben, wir werden hier wahrscheinlich auch übernachten, weil ich kenne den zuständigen Förster und dann droht uns überhaupt keine Gefahr. Und dementsprechend werden wir das so tun. Außerdem sind wir ja super legal, weil wir ein legales Kochsystem dabei haben, sprich ohne Flamme. Ne? Das halt eben nicht kocht, aber egal. Jedenfalls wollten wir jetzt manchmal ein kleines Unboxing unserer Rucksäcke machen und einfach mal zeigen, was man denn von der Viertagestour dabei hat, jetzt als Pärchen wohlgemerkt. Und ja, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Und zwar folgendes, diesen Beutel, der ist deswegen noch kurz zu erwähnen, weil auf dem Stativ, ich habe ein Stativ dabei, steht die Kamera und die Kamera war in diesem Beutel. Ne? Stativ und Kamera kann ich jetzt nicht zeigen, also ich könnte das Stativ theoretisch zeigen, wenn ich die Kamera runterbaue, aber ist jetzt nicht so wichtig, wiegt jedenfalls beides zusammen, circa 2 Kilo. Ist also durchaus ein Posten, der eine Rolle spielt bei meinem Gepäck und das war halt bei mir am Rucksack. So, Rucksack ist in meinem Fall ein Gregory Paragon 48, der ist auch recht, noch nicht ganz voll, da wäre schon noch ein bisschen Spielraum, aber die Kamera ist ja jetzt auch schon nicht mehr drin. So, und den laden wir jetzt spaßeshalber einfach mal aus. Und zwar, gut, da war jetzt in einer Seitentasche eine Flasche zu trinken. So. In der anderen Seitentasche ist noch eine Flasche zu trinken. So, und jetzt können wir loslegen. Also erstmal Deckelfach, spaßeshalber, da habe ich noch ein bisschen Kleinkram. Ich habe das meiste inzwischen in einzelnen Säckchen verpackt, aber Deckelfach ist eine Ausnahme, da fliegt das Zeug noch lose rum. Taschenlampe ist eine True Night TN irgendwas, 10, 12, 12 glaube ich, Tabletten für mich. Drogen für mich, also Koffeintabletten. Die hier brauche ich, die hier mag ich. dann haben wir ein Feuerzeug. Wir haben eine Swiss Card, ne? Also mit Schere, mit Pfeile, mit einem kleinen Messerchen hier zu sehen. Ne? Ist alles ein bisschen weit weg, aber ich will ja gerne, dass alles dann auf dem Bild ist, wenn ich es hier schön hingelegt habe. Deswegen. Halt so ein bisschen Werkzeugutensilien, ganz praktisch, so zur Körperpflege. Wir haben 3 Kameraersatzakkus, die sollte ich auch noch irgendwie ein bisschen besser verpacken, aber das sollte heute Morgen schnell gehen. Wir haben eine Speicherkartendose mit 2 Ersatz-SD-Karten. Insgesamt habe ich 3x 64 Megabyte. Wie viel ist das, Schatz? 192? 364,92. Ha! Yes! So, und das war's. Im Deckelfach ist sonst nichts mehr drin. Also das waren jetzt eher so Kleinigkeiten. Schieben wir die mal nach da vorne. Und die packe ich dann auch gleich wieder ein, bevor sie weg sind. Ich wollte es nur einmal kurz gezeigt haben. So, und dann ist auch schon Hauptfach dran. Und dieses macht man bei einem Paragon auf, indem man an der gelben Quick-Release-Leine zieht. Wuhu! Ich finde das mit diesem scheiß Quick-Release-Ding irgendwie lustig. Kann mir nicht helfen. So, Flasche Wasser. Da ist jetzt tatsächlich noch mit wenig Kohlensäure drin. Ursprünglich kommt dann später Kochwasser quasi rein. Wir haben, also Evelyn kann 3,5 Liter Wasser mitnehmen. Ich habe Kapazitäten für 4. Das war also wirklich bei den potenziell warmen Temperaturen. Ich habe ihn ja gern, derzeit gerade gar nicht so warm, aber wir hatten ursprünglich damit gerechnet, dass wir dann genug Wassertransportkapazitäten haben. Dann haben wir hier eine Titantasse. Da drin ein bisschen Futter, das hatte ich neulich geschenkt bekommen. Hier habe ich noch einen Cashew-Riegel, insgesamt ein paar Sesam-Krokant-Riegel. Das meiste Essen hat die Evelyn. Ich habe mehr so Ausrüstung und so ein Zeug. So, und dann habe ich noch ein paar Erdnüsse, 3x 50 Gramm Erdnüsse, gesalzene Erdnüsse, ganz normale von Hülche. Und noch so ein paar Nature Valley Crunchy Oats and Honey. Riegel habe ich jetzt noch 3. So, wir haben eigentlich ganz gut Fressen dabei, so viel bräuchten wir nicht. Dann habe ich noch ein Corny Milch plus Calcium. Oho. Gut, das war es erstmal mit dem Futter. Dann mein Klamottensack. Mein Klamottensack enthält, nur mal zum Vorzeigen, Socke. Ein Ersatz-T-Shirt, Ersatz-Unterhose und beides nochmal quasi. Ersatz-T-Shirt, Ersatz-Unterhose. Dann habe ich noch
einen ganz dünnen Fleece-Pulli, weil ich nicht mit kalten Temperaturen gerechnet habe. Aber in Kombination mit der Jacke reicht der auch vollkommen. Und das war's, klamottentechnisch. Mehr ist da dann schon gar nicht mehr drin. Also zwei Garnituren, Ersatzklamotten, Ersatzhose habe ich natürlich keine, noch ein bisschen was zum Warm anziehen und eben noch ein paar Ersatzsocken, wenn die alle nass sind. Außerdem kann ich nicht 4 Tage mit gleich ein paar Socken rumrennen. Habe ich vergessen zu erwähnen, dass wir 4 Tage unterwegs sind? Wir sind 4 Tage unterwegs. Habe ich erwähnt? Ja. Oh, Mist, das doch erwähnt. Dann tut es mir leid, dass ich es nochmal erwähnt habe. So Säcke sind halt super praktisch, weil A sind die wasserdicht, B wiegen die noch weniger als eine standard handelsübliche Plastiktüte. Und drittens hat man mit denen halt super gut die Möglichkeit, die Luft aus Sachen rauszudrücken. Und wenn dann den Sack schön zumacht, bleibt die Luft auch ganz gut, so, zumindest so lange draußen, bis man den in einer komprimierten Form im Rucksack verstaut hat. Und dann hat man seine Ruhe. Ja, also das ist der Klamottensack. Dann mein kleiner Utensiliensack. Da ist jetzt derzeit drin ein Handtuch, ein paar persönliche Gegenstände, sage ich jetzt mal. Ein Kochuntersetzer für den Kocher, den wir jetzt doch noch mitgenommen haben. Eine Zahnbürste, ein bisschen Antimückenzeug ist hier drin, auch wenn kein Etikett mehr drauf klebt. Ein winzig kleiner Torx-Spiritusbrenner, der hier drin ist, müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Die Deckel zum Titantopf, damit das schneller kocht, was drin ist. Und wie gesagt, sonst noch ein bisschen Antimückenzeug und Gegenstände des persönlichen Bedarfs. Jawohl. Du grinst nicht so. Ja, dann haben wir eben dieses besagte Flameless Cooking Set hier übrigens von Trackmates. Jemand hat gemeint, das wäre eine billige China-Kopie vom Baro-Cook-System. Sehe ich anders. Ich weiß nicht, wie alt das Baro-Cook-System ist. Ich weiß aber, dass ich dieses Trackmates-Ding mit meiner damaligen Freundin schon 2012 oder 2011 in Schottland, wohlgemerkt, mitten in der Pampa, im Tyne-Wum, gekauft habe. Also sie hat es eher gekauft. Deswegen habe ich erst jetzt eins. Also keine Ahnung, was da die Kopie ist. Das Baro-Cook-System oder dieses Ding. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ne? Nur weil der Saki zuerst das Baro-Cook-System erwähnt hat, heißt das nicht zwingend, dass dieses Ding die Kopie ist. Aber jedenfalls ist da drin ein Deckel, wer das Teil noch nicht kennt. Dann haben wir hier einen dieser kleinen Miniaturgewürzstreuerchen. Die enthalten Curry, Paprika, Salz und Pfeffer. Evelyn meint zwar, sie hat genug eigene Gewürze dabei, aber egal. Das ist eins dieser Heizdinger, mit denen man dieses System hier betreibt. Seht ihr in einem anderen Video. Dann jede Menge Kaffee für die Kaffee-Junkierin. Noch mehr Kaffee. Und zwei Paddlinge mit Spiritus. Die sind natürlich logischerweise für den Spirituskocher. Die sind halt nur da drin, weil da halt Platz war. Ne? Ich pack das da gleich wieder rein. So. Dann müsste es auch zugehen. Und unten drin, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil das gerade so schön verpackt ist, sind die zwei anderen Heizdinger für dieses Kochsystem. Brauche ich eigentlich gar nicht schön zumachen, wir brauchen sie ja eh gleich. Richtig. Gut. So, dann habe ich eine Regenhose, die habe ich eben nicht angehabt, weil meine Hose sehr schnell trocknet. Frage ist, ob ich sie überhaupt hätte mitnehmen müssen. Ich bin letztes Mal argnass geworden, als ich eine Hose hatte, die nicht schnell trocknet. Und da habe ich beschlossen, das nächste Mal unbedingt eine Regenhose mitnehmen, egal was passiert. Dann unser Tarp, das werden wir jetzt natürlich heute nicht brauchen, aber die anderen Nächte wahrscheinlich schon. Das ist ein einfaches 3x3 Meter Tarp. Zu zweit braucht man einen 3x3 Meter Park zum Schon. Auch wenn ich neulich erstmal behauptet habe, dass ich keinen 3x3 Meter Park Tarp brauche. Aber zu zweit sieht die Welt anders aus. Isomatte. Und die gute Bundeswehr Elefantenhaut. Und dann ist da nur noch ein Schlafsack drin. Den möchte ich aber jetzt. Nein, doch nicht. Entschuldigung. Der Tarp-Aufbau-Zubehörsatz, der enthält einen Haufen Heringe, ein paar Schnürbündelchen. Und das war es aber auch. Das muss ich euch jetzt nicht noch extra vorzeigen. Und das Wildo, wie heißt das Ding? Koch. Asset? Ich weiß es nicht. Er hat irgendeinen bestimmten Namen. Jedenfalls ist drin. Einmal eben der Deckel, den man als Schüssel verwenden kann. Ein Schneidebrettchen.
ein eigentlich ein Plastik-Spork. Ich habe meinen Titan-Spork reingetan, weil ich den halt gerne verwende. Und zwei solche Falttassen, die seht ihr dann auch mal bestimmt irgendwann mal im Einsatz und dann halt eben nochmal der Boden auch wieder als Essschüssel. Es ist also eigentlich ein Zwei-Personen-Essgeschirr, wie ich finde, für eine Person sehr luxuriös. Brauchen tut man das aber nicht zwingend. Also kann ich eigentlich auch draußen lassen, ne? Das brauchen wir auch bald. So. Ja, das war es dann aber wirklich, sonst dann noch ein Schlafsack drin und den muss ich jetzt nicht vorzeigen. Wir kommen. Wir haben jeweils noch Trekkingstöcke, deshalb es mir schwerfällt, den Rucksack wegzustellen. So, Rucksack Hotel Evelyn. Ja, der ist wirklich nicht leichter als meiner. Und Hotel Evelyn enthält Evelyns Hut. Dann haben wir hier Flasche Met getarnt als Flasche Wasser. Wir haben tatsächlich Flasche Wasser. Wir haben übrigens dieser Rucksack, den muss ich auch nochmal separat vorstellen. Der hat ein paar Kilometer zurückgelegt. Ein ganz paar. Und wir haben noch einen letzten Rest Wurst. Wir haben hier noch ein bisschen Rest Apfelschorle. Wir haben eine Möhre, einen Lauch. Und noch eine Möhre. Man sieht, dass es Evelyns Rucksack ist. Nein, das kommt gleich ins Essen. Das esse ich dann auch. Deshalb ist es extra Ben-taugliches Gemüse. Im Deckelfach hat sie das erste Hilfe-Set, also die Reiseapotheke und ihren Geldbeutel und ein Zugticket. Das hier ist im Wesentlichen so ein minimalistisches Erste-Hilfe-Set. Wir haben da ein bisschen am Gewicht gespart. Das ist halt für im Wesentlichen Schnittwunden. Irgendwas groß anderes kann man damit nicht mehr behandeln. Irgendwo hat sie noch Voltaren. Ist das noch was im Deckelfach? Nein. Sonst kürze ich das Deckelfach ab. Zugticket müssen wir jetzt auch nicht unbedingt weiter diskutieren. Achso, dann noch ein Handy-Ladekabel. Okay. Sie hat gerade auch darauf hingewiesen, dass erstens ich das Feuerzeug vorzeigen soll. Man erinnert sich, ich hatte mal da was geschenkt bekommen. Das enthielt auch Feuerzeuge in nicht sehr männlichen Farben. Die habe ich jetzt tatsächlich an die Evelyn weitergereicht. Sie ist nicht sehr begeistert, dass ich ihr nur die in den nicht männlichen Farben gegeben habe. Sie will auch nicht nur mit rosa Zeug rumrennen. Und dann haben wir hier eben noch das damals feierlich überreichte Damenmesser. Sie hat auch noch ein anderes Taschenmesser dabei. Sie besitzt auch selber welche. Aber ja, das jedenfalls noch zur Ergänzung. Das war auch noch im Deckelfach und ich hatte es übersehen. So, dann haben wir hier vorne so ein Frontfach, das enthält Babypuder. Ist ja der Geheimtipp der Leute, die gerne mal, keine Ahnung, tausende von Kilometern durch die Gegend laufen, sich die Füße mit Babypuder einzuschmieren, einzupudern, weil es dann keine Blasen gibt. Dann haben wir unser Kloset, sehr minimalistisch, besteht aus ein paar Blatt Klopapier, wir sind beide sehr sparsam. Dann haben wir einmal Sonnencreme. Dann haben wir, ist das was Frauenmäßiges? Ich dachte gerade. Eine Gabel, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Warum ist da noch eine Gabel drin? Weil auch ein Löffel drin ist. Alles, was in den Mund kommt, ist da drin. Und auch ein Löffel, richtig. Richtig. Zahnpasta, da ganz unten ist noch was. Was ist da noch? Ein Stück Seife. Ach ja, ein Stück Seife. Okay. Die kommt auch in den Mund? Nein. Alles klar, das kommt dann dahin. Dann sind wir da vorne auch durch. Und dann können wir nochmal ein Hauptfach anfangen. Ja, zwei Rucksäcke, das dauert halt ein wenig. Und zack. Und zack. Und nochmal zack. Also, wir haben hier einmal ein Büchlein, Grönland Arctic Circle Trail. Wir denken drüber nach. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, aber wir denken drüber nach. Dann haben wir einen Haufen Futter, beziehungsweise erstmal die Evelynsche Regenhose. Auch sie hat sie nicht angezogen und ist bereut. Wir haben noch ein Stück Stollen, selbst gebacken. Spezial Ben-Stollen ohne Rosinen. Wir haben Thurgauer National Kantonal Turnfest Romanzorn T-Shirt. T-Shirt. Handtuch. Also das ist ein relativ großes Outdoor-Handtuch, so Badetuchgröße ungefähr, oder? Ja. Sehr coole Sache. Ich habe nur ein ganz kleines. Das ist die Luxusvariante.
Dann haben wir ein Säckchen Müsli, wo sie sinnloserweise den Karton noch mitgeschleppt hat. Wenn sie in den Mülltonnen gehen könnt, mit denen entsorgen, gibt es aber nicht. Können wir aber morgen gern ins Bad tun. Also ich mag das besonders gerne, Schoko und Keks. Sind 500 Gramm. 500 Gramm, noch ein Korn Milch. Das ist ein Badeanzug, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Beutel Milchpulver, da flog er gerade. Dann hier noch ein Erdnusskrokant, ein Cashewkrokant. Ein Cliff Bar mit Blueberry Crisp. Ein Schlauchtuch, auch Buff genannt. Ne? Insider. Fun. Ja, das ist Milchpulver. Dann haben wir noch eine Paradiescreme, Sahne, Karamell, als Special Nachtisch. Eine Zwiebel. Das war ein BH. Socken. Ihr seht, bei ihr ist nicht alles so schön aufgeräumt wie bei mir. Ein Langarm-Shirt. Normalerweise ist bei ihr alles viel schöner aufgeräumt als bei mir. Das ist gerade total eine kurze Hose. Untypisch. Hat Gewicht gespart. Ein T-Shirt. Ja. Ein T-Shirt. Ein Dinge, die nur mich was angehen. Hallo, die Unterwäsche meiner Freundin, ja. Nochmal Socken. Was eine Hemdhose ist. Was ist das? Kartoffelstock. Kartoffelstock ist schweizerisch für Kartoffelbrei. Nochmal Kartoffelstock. Ja. Polenta. Polenta ist ja auch was unglaublich Effektives. So ein winziges Beutelchen reicht für zwei Leute dicke. Dicke. Ja. Dann haben wir für heute Abend das Asia-Nudel-Set. Bestehend aus Asia-Nudeln, diverse Gewürz, dafür gibt es aber ein extra Video. Gewürzdingens, Gewürz, was ist denn die Knoblauchsoße? Ist das diese Knoblauchsoße? Das ist Sojasauce. Du hast extra Sojasauce dabei. Oh, man kann bei der Wahl seiner Freunde nicht vorsichtig genug sein. Gut, dass ich es gewesen bin. Und hier haben wir jetzt auch noch eine Tasse gefüllt mit zum Beispiel hier einmal Bratensoßenwürfel, Spülschwamm, verschiedene Gewürze. Das kommt alles beim Kochen zum Einsatz. Kaffeezubehör, bisschen Süßstoff, Zucker, Salz, Pfeffer und so weiter und so weiter. Da brauchen wir jetzt auch nicht so direkt darauf einzugehen. Und das war's. Und finde ich noch einen Schlafsack und eine Isomatte vermutlich. Und eine Elefantenhaut. Ja, unten gibt es nochmal Schlafsack, Isomatte, Elefantenhaut. Mehr oder weniger fast dasselbe wie bei mir. Ein bisschen andere Modelle, aber noch mehr Unterwäsche. Okay. So, das wär's. Also das haben wir für den Haufen für 4 Tage Trekking zu zweit dabei. Also worauf ich eigentlich hinweisen wollte ist, wir haben jetzt zwar 2 Kocher, aber wir haben nur 2x1 Kocher. Ne? Also man braucht natürlich, wenn man zu zweit ist, nur 1x1 Kocher. Man braucht auch nur 1x1 Topf, in Anführungszeichen. Bisschen größeren, aber halt nicht unbedingt zwingend 2 Töpfe. Wir haben nur 1 Erste-Hilfe-Set, weil wir davon ausgehen, dass wir bei der ersten Schnittverletzung schon die Tour abbrechen, größerer Art. Wir haben zwar auch nicht allzu viel Mückenkrempel und wir haben natürlich Essen für 2 Personen. Wir haben auch nur 1 Tarp, wo halt 2 Leute drunter passen. Das sind halt so Sachen, die man sich dann halt einsparen kann, wenn man zu 2 zusammen ist. Fast schon die optimalste Form des Reisens, wenn es ums Gepäck geht. Ja, das einfach nur mal so als Beispiel, was man da mitnehmen kann. Wir haben schon geguckt, dass wir möglichst wenig unnötiges Zeug dabei haben. Das Einzige, was man hier wirklich gar nicht braucht, war jetzt quasi das Büchlein. Möglicherweise noch der Badeanzug, weil der hat andere Gründe, weshalb sie den dabei hat. Weniger Futter hätte man natürlich noch mitnehmen können. Da sind wir jetzt recht luxuriös ausgestattet. Und der Rest der Ausrüstung ist eigentlich, kann man jetzt nicht sagen, unnötig. Elefantenhäute, ob man Elefantenhäute braucht, ist auch so eine Frage. Beide zusammen wiegen halt schon 800 Gramm. Ne? Gut, die trägt jetzt natürlich jeder eine für 400 Gramm, aber wir wollen halt einfach die zusätzliche Sicherheit, dass wir den Boden wirklich hundertprozentig sicher vor irgendwelchen spitzen Gegenständen abdecken können, damit uns auch ja kein Loch in die Luftmatten kommt. Und
Kamerazubehör ist ja auch nichts Unnötiges und Taschenlampe haben wir auch noch jeweils eine. Hast du deine jetzt überhaupt mitgenommen? Ja, die hast du auch im Deckelfach nicht gefunden. Die habe ich im Deckelfach nicht gefunden, okay. Wir haben also jeweils noch eine Taschenlampe und das wär's. Ein Handy sicherheitshalber. Ein Handy, genau. Wir haben auch nur ein Handy, weil wir beide nämlich nicht so smartphone-abhängig sind, dass wir da ständig mit rumspielen müssen, sondern wir haben es lediglich aus Sicherheitsgründen, also wirklich als Nottelefon, um gegebenenfalls, wenn was wäre, entsprechend jemanden anrufen zu können. Ne? Und das bleibt auch ausgeschaltet und wir werden da kein einziges Mal, außer du wirst abtrünnig und guckst doch mal drauf, aber normalerweise braucht man das nicht für 4 Tage. Unbedingt mal auf sein Handy schauen. Kommt halt noch an, was für einen Job man hat, klar. Ist klar, es gibt auch Leute, die müssen, aber bei uns ist das jetzt nicht unbedingt so unbedingt erforderlich. Gut. Mehr fällt mir nicht ein. Jetzt muss ich noch bis zum Knopf kommen fürs Ausschalten. Tschüss.